So, hallo und herzlich willkommen in der Waldhütte. Es regnet und die Kamera steht gern trocken, darum Hütte. Ne? Seven vs. Wild, ich hätte da noch ein paar Sachen, zu denen ich was gefragt worden bin, wo ich auch noch ein paar Antworten geben möchte. Ich will gar nicht so sehr auf das aktuelle Geschehen in der Folge hinweisen. Aktueller Stand ist, dass zuletzt der große Cliffhanger war mit dem Telefonanruf des Nächtens mit dem roten Licht. Ja? Und man weiß nicht, wer es gewesen ist. Tippen, das darf ich ja, ich weiß es wirklich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ich nehme das Video kurz vor der neuen Folge auf, damit ich mich nicht vorher spoilern kann, damit ich hier jetzt nicht aus Versehen irgendwas erzähle, was dann hinterher nicht ins Video gehört, damit da noch genügend Zeit ist, um das Originalvideo natürlich dann zu gucken, bevor ich irgendwelche Spoiler raushaue. Drum ist da jetzt auch, die Möglichkeit gar nicht gegeben, aber tippen würde ich auf Fabio, der einfach nicht beliebig viele Nächte bei Scheiße kalt überleben bzw. überstehen konnte und dann irgendwann wirklich Probleme bekommen hat. Was vollkommen nachvollziehbar wäre, wenn es dann der Fabio ist, dieses am Feuer übernachten in Schweden, unter einem Stein, ja, ohne Schlafsack, das kannst du eine Nacht sicherlich machen. Das werden die meisten von uns eine Nacht irgendwie hinkriegen, das ist nicht schön, aber das übersteht man. Zwei Nächte halte ich schon für sehr grenzwürdig, das würden die allermeisten schon nicht mehr frei will ich mitmachen und dann auch noch eine dritte, also da wäre ich persönlich raus. Also die, ohne Schlafsack übernachten, das habe ich ein paar Mal, wenn es wärmer war, versucht, so mit grenzwertigen Temperaturen, das war immer schon nicht lustig, gar nicht lustig. Die Nummer mit dem Feuer die ganze Nacht durch habe ich noch nie probiert, weil man in Deutschland das eben schlicht und ergreifend nicht darf und es ist auch in waldbrandgefährdeten Regionen, sage ich jetzt mal, tatsächlich ein gewisses Risiko, wenn du neben dem Feuer einpennst und dann nicht weißt, was das Feuer tust, während du daneben pennst. Jetzt werden die meisten sagen, ja, wenn das Feuer alles gesichert war, dann kann da ja eigentlich nichts passieren. Ja, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und warum macht man so eine Übernachtung? Ja, zum eigenen Vergnügen. Und was kann dabei schlimmstenfalls passieren? Der Wald brennt ab. Und wenn ich zum eigenen Vergnügen den Wald abgefackelt habe und selbst wenn da ein geringes Risiko besteht, dass das so kommt, dann möchte ich das persönlich für mich lieber sein lassen. Das ist in Schweden was anderes. In Schweden ist das ja auch erlaubt und ja, überhaupt kein Thema. Und unter den nassen Bedingungen, die sie da haben, sehe ich da auch kein Risiko. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Das heißt jetzt wirklich nicht, dass ich da an irgendjemand rumnörgeln möchte, der das so tut. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass da einfach irgendwann man so durchgefroren ist, dass da nichts mehr geht. Sehen wir zum Teil ein Phänomen beim Fritz, der ja auch mit all seinen Klamotten rumrennt und meint, dass ihm relativ kalt ist. Da fehlender Nahrungsmangel und wenn man dann lange in der Kälte bleibt, selbst wenn man einen Schlafsack zur Verfügung hat, dann stellt sich irgendwann, das kann ich auch von mir ein Liedchen singen, auch wenn man Nahrung dabei hat, aber halt eben nicht allzu viel, weil allzu viel kann man nicht tragen für lange Trekkingtouren, 14 Tage plus, solche Sachen. Da kann ich auch ein Liedchen von singen, dass man irgendwann sämtliche Klamotten, die man dabei hat, auch trägt. Nach spätestens 10 Tagen oder sowas ist man einfach vom ständigen Draußensein irgendwann so durchgekühlt, sage ich jetzt mal, auch wenn einem zwischendurch wieder warm ist im Schlafsack, gar keine Frage, dass man einfach ein anderes Kälteempfinden hat und nicht unbedingt ein besseres bzw. ein weniger intensives, je länger man draußen ist. Drum kann ich den Fritz da wirklich, wirklich gut verstehen, dass der mit all seinen Klamotten rumrennt und da auch ein wenig am Frösteln ist. Dann kommt ja natürlich noch der Wind dazu, das darf man auch nicht vergessen. Und aber das nur so ein paar kleine allgemeine Dinge zum aktuellen Geschehen. Dann gönnt mir bitte noch 2 Minuten für eine kurze Dank und eine kurze Hallo-Sagung. Erstens Dank nochmal an Fritz und Team für diese Reihe. Mal abgesehen davon, dass ich sie immer noch super unterhaltsam finde und wirklich gerne angucke, habe ich damit auch einen kleinen Urlaub verdient. Also den Gegenwert eines kleinen Urlaubs plus einen Haufen, wirklich einen Haufen, für meine Verhältnisse einen gewaltig großen Haufen, neue Abonnenten und darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Abonniert haben die schon von alleine, dafür herzlichen Dank auf der Seite. Aber ja, mich erstmal finden mussten sie ja dann doch auch. Und das ist jetzt tatsächlich auf Wegen des mächtigen, allmächtigen Algorithmus und eben Seven vs. Wild als Thema, das halt so viele Leute interessiert, möglich gewesen. Das freut mich sehr und dafür bin ich sehr dankbar. So, und damit kommen wir zum zweiten kleinen Punkt, nämlich herzlich willkommen an sämtliche Neuabonnenten der letzten Woche oder der letzten 10 Tage, so irgend sowas um den Dreh. Ich weiß gar nicht, wie lange
lang das her ist, dass ich das erste Video zu dem Thema veröffentlicht habe. Freut mich, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr über relativ lange Videos zu mir gekommen seid, in denen ich nur labere. Das ist nämlich tatsächlich die Mehrheit dessen, was ihr hier auf dem Kanal sehen werdet. Ich bin also nochmal vielleicht kurz zu mir, wer noch nicht das Vorstellungsvideo, das gibt es auch irgendwo, gesehen hat. Ich bin gelernter Forstwissenschaftler, Master of Science, Forst- und Holzwissenschaften von der TUM, Technische Universität München. Arbeite derzeit als freiberuflicher Waldpädagoge bzw. Walderklärbär, mache auch Führungen zum Wald naturwissenschaftlicher Hintergrundart, sage ich jetzt mal. Also das dauert immer ein Weilchen, wenn man mit mir unterwegs ist. Und nebenher noch die Videos und natürlich, dann habe ich auch noch Patreon, ja, aber das findet man in jedem Video, in jeder Videobeschreibung steht das ja auch noch drin. Also nur, dass ich es gesagt habe. Und Ben Tüxen, ich bin ja quasi Botaniker in dritter Generation, stamme auch aus einer Botaniker-Dynastie ab, bin meines Zeichens 37 oder 38 Jahre alt, ich vergesse immer genau, so viel über den Daumen gepeilt, nein, ich weiß tatsächlich nicht auswendig, wie alt ich bin, das ist mir nicht ganz so relevant, das ist so ein Försterproblem, einfach dadurch, dass wir es mit so unendlich alten Organismen ständig zu tun haben. Menschenalter, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, dementsprechend, ja, bin verheiratet. Meine Frau taucht auch hier und da mal auf dem Kanal hin und wieder mal auf. Und, ja, mehr gibt es zu mir eigentlich im Grunde nicht zu sagen. Und sonst erkläre ich halt den Wald, weil das habe ich gelernt und das mache ich gern. Und ja, das Ganze eben mit einem naturwissenschaftlichen Background. So, aber dann kommen wir jetzt wirklich auch zum Thema. Und was mir aufgefallen ist und was vielleicht klärenswert wäre, warum findet denn der Fabio ums Verrecken keinen Rohrkolben, wo der doch eine Wasserpflanze ist? Ein paar Leute haben auch in die Kommentare geschrieben, ich würde nach Rohrkolben oder Schilf suchen. Beides hat einen essbaren Kern. Ist auch richtig, beides hat einen essbaren Kern. Die haben aufgrund der Tatsache, dass sie mit der Wurzel nicht tief in den Boden reingehen können, die Notwendigkeit im oberen Bereich, also im unteren Bereich ihres Stängels sozusagen, bereits Speicherstoffe einzulagern. Speicherstoffe kann zum Beispiel sein die gute Stärke und die gute Stärke im Gegensatz zum Standardpflanzenstoff, nämlich Zellulose, das ist das, woraus Pflanzen größtenteils bestehen, Zellulose können wir nicht verdauen, das schafft unser Magen einfach nicht. Dafür brauchst du bestimmte mikrobielle Prozesse, die bei uns nicht stattfinden können. Das heißt, das können wir mampfen, das ist wie Salat. Ja? Salat hat quasi keine Kalorien für uns, weil der, abgesehen davon, dass er dann nicht mehr so schön aussieht, unverdaut am anderen Ende wieder rauskommt. Mehr oder weniger, ja, unverdaut. Das Hauptbestandteil Zellulose und die ist ein wunderbarer Ballaststoff und auch gut für die Verdauung und so weiter und so fort, aber davon können wir einfach keine Kalorien rausziehen, aus Stärke hingegen schon. Mehl, Zucker, im Prinzip ist Stärke einfach nur eine lange Kette von Zuckern. Je nachdem, wie kürzer die ist, wird die etwas süßlicher. Je nachdem, wie länger die ist, ist die weniger süßlich. Vollkornbrot zum Beispiel im Vergleich zu Toast. Toast relativ schnell süßlich beim Rumkauen. Vollkornbrot musst du eine ganze Weile rumkauen, bis du da was Süßliches bemerkst. Dafür hält es dann auch länger. Ja? Je länger die Ketten von Stärke sind, desto länger bleiben sie quasi einem erhalten und desto länger kann man dann rumverdauen, desto länger ist man satt letztendlich. Gut, dieser Stärke wird halt von Pflanzen gerne als Speicherstoff verwendet. Drum essen wir standardmäßig ja auch nicht die Blätter der Kartoffel, sondern die Knolle der Kartoffel, weil da ist die Stärke drin. In den Blättern wäre auch nur die Zellulose zu finden. Also immer die Überdauerungs- und Speicherorgane von Pflanzen sind die Sachen, die für uns interessant sind, wenn wir was zu essen suchen. Weil Stärke verdaubar, Zellulose nicht. So weit, so gut, so weit, so wichtig. Stärke wird im Schilf deswegen unten in der, im Stängel eingelagert, weil eben die Wurzel nicht tief in den Boden reichen kann. Da wäre es praktischer, Sachen zu speichern, weil es im Boden besser geschützt ist. Das geht aber eben deswegen nicht, weil Schilf steht an bzw. im Wasser und die Wurzel, wenn die weit nach unten wächst, hat die irgendwann das Problem, dass sie so weit weg ist von der Wasseroberfläche, dass sie keine Luft mehr bekommt. Ja? Die Wurzel muss auch atmen, tatsächlich einfach schlicht Sauerstoff durch die Atmosphäre aufnehmen oder aus der Atmosphäre aufnehmen, und wenn die zu weit weg ist eben von der Oberfläche vom Wasser, dann geht das nicht mehr. Drum ist es also auch durchaus ein Thema für eben die meisten Pflanzen, dass sie nicht allzu weit unter Wasser wachsen können. Und das Problem spielt hier auch beim Schilf eine Rolle, drum eben die Stärkeeinlagerung weiter oben.
So, blöd nur, dass Schilf zwar eine Wasserpflanze ist und jetzt musst du nur irgendwo Wasser finden, dann steht da schon irgendwo Schilf. Das ist halt die sehr simple, simplifizierte und nicht komplex genug Variante des Survival-Wissens. Man sollte schon auch noch wissen, dass Schilf nur dann im Wasser zu finden ist, wenn dieses Wasser eben auch viele Nährstoffe, insbesondere viel Stickstoff, enthält, damit das Schilf da überhaupt wachsen kann. Das ist nämlich eine große Pflanze, im Gegensatz zu vielen anderen Wasserpflanzen, die ziemlich klein und unscheinbar sind. Und je größer eine Pflanze wird, desto mehr Nährstoffe braucht die natürlich auch, um diese Größe zu erreichen. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. So, und jetzt haben diese Seen in Schweden und auch der kleine Tümpel beim Martin zum Beispiel, die haben eben nun mal kaum Stickstoff drin, kaum Nährstoffe drin, sind damit eher arme Gewässer, magere Gewässer, und da ist ein Schilfwachstum nicht möglich, weil die notwendigen Nährstoffe schlicht und ergreifend fehlen. Ja? Für das Pflanzenwachstum notwendiges Wasser gibt es in Schweden eigentlich überall. Sonne scheint auch überall, wenn sie dann scheint. Ne? Abgesehen von nördlich des Polarkreises und im Winter, da scheint sie dann gar nicht. Und CO2 aus der Luft ist auch überall gleichermaßen vorhanden. An den drei Sachen mangelt es in Schweden eigentlich fast nie. Problem sind wirklich tatsächlich die Nährstoffe. Und damit sind wir auch bei der Frage, warum findet denn der Fabio keine Brennnessel? Ja, wo sind denn die ganzen Brennnesseln? Woran scheitert es da? Und da liegt es dann schlicht und ergreifend daran, dass Brennnessel bekanntermaßen brennt. Das heißt, die hat ein Gift, was sie im größeren Umfang in diesen lustigen Brennhaaren an ihrem grünen Pflanzenkörper, am Stängel, an den Blättern, der Stängel selber hat auch Brennhaare, wer da noch nicht rangelangt hat, kann es mal ausprobieren und es rausfinden. Da werden diese ganzen Brennhärchen dran sitzen und in diesen Brennhärchen sitzt jeweils eine kleine Menge Gift. Und dieses Gift kommt halt nicht von irgendwo, sondern das ist vergleichsweise teuer und lässt sich nicht aus einfach nur CO2, Sonne und Wasser zusammenbauen, sondern dafür brauchst du auch noch Stickstoff. Genau genommen Ammoniumstickstoff oder Nitrat. Das sind so die beiden Hauptbestandteile, die wichtig sind, um dieses Gift zu produzieren. Und davon halt eben viel, weil sonst hätte die Brennnessel eben auch nicht ihre Brennhaare, wenn sie das nicht im entsprechenden Umfang zusammenkriegen kann. Das heißt wiederum im Umkehrschluss, Brennnessel kann nur dann wachsen, wenn das Zeug da ist, und das ist nur dann da, wenn da irgendeine besondere Begebenheit herrscht, die es da sein lässt. Zum Beispiel, da war mal ein Kuhstall, da ist heute noch ein Kuhstall, nebendran ist ein Kuhstall oder entlang von irgendwelchen Wegen bei uns im Wald, weil ständig Fifi da was fallen lässt, Fifis Herrchen auch was fallen lässt oder der Förster Baumstämme da lagert, wovon dann die Rinde und die darin auch enthalten Nährstoffe irgendwann mal runterfallen und sich im Waldboden anreichern und dann hinterher Fifi nochmal kommt und nochmal drüber macht und so weiter. Also entlang von Wegen hast du eigentlich fast immer einen gewissen Stickstoffeintrag. Entlang von Feldern, die gedüngt werden, hast du einen gewissen Stickstoffeintrag. Gewässer haben automatisch einen Stickstoffeintrag, weil sie viel Landschaft durchfließen und damit aus viel Landschaft immer ein bisschen Stickstoff mitnehmen. Aber wenn es halt eine ganz arme Wildnis Landschaft ist und kein Mensch da Ackerbau betreibt und kein Mensch da düngt und dann auch nicht mal Schafherden rumrennen, die was fallen lassen würden, was auch funktioniert, ne? Ausgewaschene Schafhinterlassenschaft mit dem Bach irgendwo hin transportiert. Wenn irgendwo eine Schafherde sein sollte, in der Nähe von dem See, wo die Seven vs. Weidler unterwegs sind, und diese Schafherde steht irgendwo oberhalb vom See, ja, und das Wasser, das da dann runterfließt, nimmt den Schafdung mit, beziehungsweise den Stickstoff aus dem Schafdung, und der sammelt sich jetzt unten am See im ersten Delta, wo der Fluss mit dem Schafdung ankommt. Da gibt es dann Rohrkolben. Ja? Also sowas müsste man finden. Man müsste so einen großen See so lange absuchen, bis man eben Zuflüsse von möglicherweise nährstoffführenden Flüssen findet. Und da besteht dann, wie gesagt, die Möglichkeit, dann auch tatsächlich für uns essbare Rohrkolben oder Schilf zu finden, die man nutzen könnte. Ja? Das ist aber da, wo Fabio gerade ist, nicht der Fall. Ein bisschen mehr Glück könnte zum Beispiel der Martin haben, da hinten mit seinem Sumpfgebiet, wo er seine Fische gefangen hat, dass da an manchen Stellen vielleicht für ganz kleine Rohrkolben oder Schilfe es vielleicht reichen könnte, aber ich habe nichts dergleichen gesehen. Aber so eine Landschaft, so in diese Richtung müsste man suchen, wenn man sowas finden wollte. Ja, und Brennnesseln mitten in der schwedischen Wildnis, wo eben keine Viehhaltung, kein Autoverkehr, wäre auch so ein Thema, Verbrennung, sorgen auch für pflanzenverfügbaren Stickstoff, Blitz
Pilze spalten quasi die Stickstoffmoleküle in der Luft, wenn sie dran vorbeisausen. Auch das sorgt wieder für pflanzenverfügbaren Stickstoff. Also in Landschaften, wo sehr, sehr viele Gewitter passieren, hast du auch einen gewissen natürlichen Stickstoffeintrag. Irgendwo muss der Stickstoff, der pflanzenverfügbar ist, ja auf der Welt mal hergekommen sein, bevor es uns gab, wie wir Dünger aus dem Haber-Bosch-Verfahren zum Beispiel produziert haben. Ja. Aber das ist mitten in Schweden, irgendwo im Nirgendwo, schlicht und ergreifend nicht zu erwarten. Das erklärt dann übrigens auch wieder, warum der Fabio, ich weiß nicht, hat das im Video gesagt, hat das in dem Livestream gesagt, ich habe, glaube ich, beides geguckt, hat er auch gemeint, ja, hat sich total gewundert, dass die Rohrkolben fehlen, weil auf dem Weg zu Seven vs. Wild hat er die überall am Straßenrand stehen sehen. Merkt er was? Straßenrand. Autoabgase bei Regen werden direkt quasi, da wird der Auspuffqualm direkt vom Regen runtergewaschen, ausgewaschen in den Boden rein und schwuppdiwupp, die Stickstoffverbindungen sind im Boden, Pflanzen verfügbar, Wachsen von Rohrkolben oder Brennnesseln wäre dann möglich. Außerdem müssen die Samen der jeweiligen Pflanze dann noch zum entsprechenden Ort gelangen, aber das passiert eigentlich früher oder später fast immer, die sind sehr ausbreitungsfreudig. So, soweit geklärt, warum es keine Brennnesseln oder Rohrkolben gibt. Ich hoffe. So, dann hat der Martin Himbeeren gefunden. Himbeeren waren in der bisherigen Auflistung von verfügbaren Pflanzen nicht vorhanden, weil die sind schlicht und ergreifend selten. Deswegen habe ich sie vergessen. Ja, aber es kann schon vorkommen, dass Himbeeren mal auch in Schweden mitten im Nirgendwo zu finden sind. Es ist aber kein Zufall, dass sie ausgerechnet dastehen, wo der Martin sie gefunden hat. Das ist nämlich eine typische Kahlschlagspflanze. Ist man also irgendwo im borealen Nadelwald, zum Beispiel in Schweden, könnte man auch in Sibirien machen oder in Alaska, unterwegs, dann besteht eine sehr, sehr gute Chance, dass man auf Lichtungen bzw. auf Kahlschlägen, da wo also Forstwirtschaft betrieben wurde und der Wald fehlt, oder ein Sturm das Ganze umgeschmissen hat, das wäre auch denkbar, dass man dann an solchen Flecken eben dann doch vereinzelt Himbeeren findet. Je älter die Fläche, desto höher die Chance, welche zu finden, desto größer die Menge, die man finden kann. Das hängt alles direkt miteinander zusammen. Davon ab. Ne? Warum kommt das Ding auf Kahlschlägen vor? Naja, sobald irgendwo ein Kahlschlag passiert ist, ist da ja quasi der ganze Boden umgebrochen. Die Bäume sind umgefallen, haben den Boden verletzt, die Wurzel ist möglicherweise rausgerissen worden, wenn es ein Sturmwurf gewesen ist, hat den Boden aufgerissen. Da kommen die wenigen Käfer und Insekten, die es in Schweden gibt, dazu kommen auch noch, keine Sorge, kommen da ans Tageslicht und das freut viele Vögel, die sich von so ziemlich allem ernähren, was verfügbar ist. Unter anderem eben auch von Insekten oder aber auch Himbeeren. Ja, und wenn die von einem anderen Kahlschlag kommen, der schon älter ist, wo schon Himbeeren stehen, dann haben sie da Himbeeren gefressen. Und bis jetzt die Vögel angeflogen kommen zum neuen Kahlschlag, lassen sie die Himbeeren wieder fallen in unappetitlicher Form. Und in dem Moment, wo da eben ein Kahlschlag ist, sind da auch keine Bäume mehr. Es kommt sehr viel Licht auf den Boden. Das braucht eine Himbeere auch. Die ist eine sehr lichtintensive Pflanze und kann dann da unter diesen Bedingungen ganz wunderbar wachsen und gedeihen. Und das tut sie dann auch. Ja? Drum, große Kahlschläge bringen das dann meistens oder oft, sage ich jetzt mal, meistens wäre übertrieben, mit sich. Ich hatte es nur nicht mehr auf dem Schirm, weil es halt wirklich jetzt nicht die häufigste Pflanze ist, die man diesbezüglich da so finden kann. Ja, das zum Thema Himbeere. Achso, wofür ist die gut? Das wäre vielleicht doch ganz interessant. Man kann sie essen, Überraschung. Auch eine Himbeere hat wieder wenig Kalorien. Das hängt wieder damit zusammen, dass es eben für Wildpflanzen nicht sinnvoll ist, möglichst kaloriereiche Samen anzubieten, sondern je weniger Zucker man verwendet, um trotzdem gefressen zu werden, desto effizienter, desto geringer sind sozusagen die Transportkosten für die eigenen Samen. Himbeere ist aber vor allen Dingen auch noch interessant als Arzneipflanze, ähnlich wie die Brombeere, hat ähnliche Wirkungen, enthält sie diverse Gerbstoffe in den Blättern. Man kann sich also aus den Blättern einen Tee kochen, der hat diverse Wirkungen in der Volksmedizin, die ihm da angedichtet werden. Vieles davon konnte man bisher nicht beweisen, ob das tatsächlich so ist oder nicht so ist. Nur weil sich es irgendwann mal irgendwer im Mittelalter ausgedacht hat, muss das nicht zwingend funktionieren. Manchmal tut es das, manchmal aber auch nicht. Das ist eben der Knackpunkt. Geht beides. Und was wir mit Sicherheit wissen,
ist, dass ein Himbeerblätter- oder Brombeerblättertee mit einer gewissen moderaten Wirkung, das ist auch gut, solange es nicht gleich zu stark ist, gegen zum Beispiel Durchfall hilft, was durchaus ein Thema gewesen wäre, zum Beispiel für den Dave, beruhigt allgemein auch den Magen und der Placebo-Effekt ist in solchen Fällen natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also hätte der Dave Brom oder Himbeere am Anfang gehabt und bevor es ihm ganz schlecht gegangen wäre, hätte er sich damit erstmal ein Teechen gekocht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ihm das zumindest ein bisschen geholfen hätte. Ob das jetzt spielentscheidend gewesen wäre, das weiß ich nicht und das kann man auch schwer vorhersagen, selbstverständlich. Aber geholfen hätte es wahrscheinlich schon. Außerdem wirkt das Ganze leicht entzündungshemmend, insbesondere bei Verletzungen im Mundraum. Da kann man dann also auch wunderbar mit Himbeerblättern-Tee gurgeln. Das kann nicht schaden, gerade da ja Mundhygiene ein Thema ist bei Seven vs. Wild. Himbeertee, ja, ganz wunderbar. Also Himbeerblättertee, nicht aus den Beeren selber. Da sind diese ganzen Sachen nicht mehr drin, sondern man muss wirklich die Blätter nehmen. Theoretisch auch junge Rinde, aber das macht keinen Sinn. Wenn man Blätter hat, braucht man nicht die Rinde da großartig abzuschälen. Soll auch wieder mal schon wieder bei Menstruationsbeschwerden helfen. Unter den Teilnehmern also kein Thema, was denen wirklich weiterhilft. Ja, das sind so die nachgewiesenen Wirkungen. Diese leicht entzündungshemmende Geschichte kann man auch nutzen als, wenn man sich irgendwo bei irgendwelchen Schleimhäuten eine Entzündung geholt hat und diese waschen möchte, diese spülen möchte, dann kann man das auch nutzen. Also wirklich für sämtliche Schleimhäute, die der Körper halt so aufweist. Ja, und das ist es dann aber im Großen und Ganzen. Ja, also jetzt nicht denken, dass das jetzt so stark wäre, dass das jetzt gleich schon antibakteriell und so weiter und so fort wirkt. Steriles Wasser ist zum Auswaschen von Wunden, wenn man nicht irgendwie ganz verzweifelt ist, meistens die beste Alternative. Ja, vielleicht die häufigste Frage, die mir gestellt worden ist, ist die, ob denn der Fabio eventuell Rauschebeeren bzw. Krähenbeeren statt Blaubeeren gemampft hat. Also erster Punkt zu dieser Thematik ist zunächst mal, es herrscht da wirklich Verwirrung, dass Krähenbeeren und Rauschbeeren oder Rauschebeeren, es gibt beide Begriffe im Deutschen, ne? Also das ist jetzt nicht falsch, wenn jemand Rausche oder nur Rauschbeeren sagt. Krähenbeeren und Rauschbeeren sind nicht dasselbe, das sind zwei unterschiedliche Arten. Das eine ist eine Ericaceae, nämlich die Krähenbeere. Die gehört also quasi zu den Heidegewächsen. Man könnte sie theoretisch auch Heidebeere nennen. Heide kennen wir, wächst überall in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin an der Küste, überall in der Lüneburger Heide, im Harz, im Schwarzwald obendrauf. Heide dürfte bekannt sein. Caluna vulgaris, Besenheide. Oder gemeine Heide. Das gibt es in Schweden natürlich übrigens auch, habe ich aber nicht erwähnt, weil es vollständig nutzlos für irgendwelche Survival-Vorhaben. Wieder interessant, wenn man Vieh hat, mit dem man irgendwie interagieren möchte, aber für Survival-Vorhaben wirklich vollständig nutzlos. Daher die Krähenbeere als Heidegewächs. Die Beere selber kann gegessen werden, wird von Einheimischen auch gemacht, kann man theoretisch auch Schnaps draus brennen. Man kann auch so ziemlich allem Schnaps brennen, was in irgendeiner Form Zucker enthält. Und man kann auch Marmelade draus machen. Sie schmeckt aber viel weniger gut als die Heidelbeere. Und für den Touristen, der jetzt einfach mal so im Norden unterwegs ist, werden Krähenbeeren eigentlich selten als besonders lecker empfunden. Ich bin sowieso kein großer Obstfan, aber meine Frau mag es auch nicht. Und die mag eigentlich fast alles Obst. Gut, ne? Krähenbeere ist also das eine. Aber kann man da zu viel von essen? Ist die irgendwie ungesund? Wenn du 3 Tonnen davon futterst, hast du wahrscheinlich ein Problem. Aber in den Mengen, wie man sie auch sammeln kann, kann man sie auch essen. Das kann auf keinen Fall was passieren. Also Krähenbeere, da ist keinerlei Stoff drin, der in irgendeiner Form was anderes als eine ganz leichte Verstopfung auslösen könnte. Und dafür müsstest du auch schon wirklich eine gefühlte Badewanne von dem Zeug mampfen, damit so eine Wirkung einsetzt. So viel kannst du fast schon gar nicht sammeln. So. Und dann muss man eben auseinanderhalten, die berühmte Rauschbeere und die Heidel- oder Blaubeere sind beides Vaccinium-Arten. Vaccinium myrtillus ist die Blaubeere und Vaccinium oligumosum die Rauschebeere. Das sage ich euch jetzt nicht, weil ich angeben möchte, sondern weil halt wichtig ist, die sind eng miteinander verwandt. Die haben sogar beide den gleichen Vornamen bzw. gehören zur gleichen Gattung und damit sehen sie sich auch ähnlich und sind durchaus verwechselbar, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber
Ja, bevor ich auch gerne euch noch wirklich sage, wo die Verwechslungsgefahr besteht und so weiter, kurz noch ein Lob an den Fabio. Der hat sich ja ein derartig intensives Survival-Pflanzenwissen angelesen, was er wohl vor Seven vs. Wild gar nicht hatte, dass das wirklich, wirklich beeindruckend ist für einen tatsächlich gelernten Botanikmensch, was der in kurzer Zeit als Nicht-Botanikmensch da alles gelernt hat. Also da wirklich ganz, ganz großes Lob. Das ist toll. Das habe ich selten so erlebt. Also wenn das die Leute mit mir im Wald so rumrennen, alle so viel wüssten, wäre schon ganz hilfreich. Ja, also alle, viele wissen das auch. Ja, die haben ja schon ein bisschen Vorbildung und schon viel Zeug von mir geguckt. Also so will ich es jetzt auch nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich beeindruckend, was der Fabio da schon weiß. Und daher würde ich jetzt einfach mal einen Vertrauensvorschuss dem Fabio geben, dass er tatsächlich eine Blaubeere von einer Blaubeere und eine Rauschebeere auseinanderhalten kann und schon weiß, was er da gesammelt hat. Krähenbeeren hat er definitiv nicht gesammelt, aber jetzt rein von der Form der Beere her, ja, Rausche und Blaubeere kann man schon miteinander verwechseln. Wenn man es weiß und wenn man darauf achtet, muss man allerdings beim Aufmachen der Beeren, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel die nicht direkt sich in den Mund steckt, sondern sie vorher einmal durchbricht oder mit Messer aufschneidet oder zerdrückt, um daraus einen Kompott, wie der Fritz dann ja mal gemacht hat, oder sowas in der Richtung herzustellen, dann merkt man schnell, dass das Innere von einer Rauschebeere gar nicht blau ist. Die ist also da fehlt dieser bläuliche, lilane Farbstoff, der in Blaubeeren eben enthalten ist, und den hat die nicht. Geschmacklich streiten sich die Geister. Ja? Geschmack kann man sich ja wunderbar drüber streiten. Es gibt viele Leute, die sagen, die schmeckt weniger intensiv, die Rauschebeere, und schmeckt quasi gar nicht, neutral, nach nix. Während die Blaubeere ein volles Aroma hat. Es gibt aber auch Leute, die sagen, oh, die haben beide ein ganz gutes Aroma. Das kann ich einfach nicht verifizieren. Meiner Meinung nach schmeckt sie tatsächlich relativ mies. Aber vielleicht ist das auch einfach die Psyche, die da mit ist, weil du weißt, du isst hier gerade eine potenziell giftige, auch nur in großen Mengen, da kommen wir auch gleich noch dazu, Beere. Ja? Optisch lassen sie sich dann noch anhand der Pflanze dadurch ganz wunderbar unterscheiden. Das ist das beste Bestimmungsmerkmal. Das eine, was man sich merken kann, ich kann auch noch andere nennen, aber merken solltet ihr euch im Prinzip wirklich nur, und das aber auch unbedingt, was heißt unbedingt, es sei denn, ihr mögt Halluzinationen von Axtmördern und Schwiegermüttern und Ex-Freundinnen, letzteres am schlimmsten war, sowas in der Richtung haben, dann könnt ihr auch gerne Rauschebeeren mampfen. Aber die Blattunterseite und Blattoberseite bei der Rauschebeere sehen schlicht und ergreifend unterschiedlich aus. Die haben eine unterschiedliche Grüntönung. Ja? Ist völlig egal, ihr braucht euch nicht merken, ob das jetzt ein blasses Blaugrün ist oder sowas. Das ist völlig irrelevant. Einfach nur Oberseite, Unterseite einmal angucken. Sehen sie unterschiedlich aus von der Farbgebung her? Ja, dann ist es eine Rauschebeere, wenn sie ansonsten wie eine Blaubeere aussieht. Sehen die Ober- und Unterseite gleich aus? Dann habt das mit ziemlicher Sicherheit mit der Heidelbeere oder Blaubeere zu tun. Dann guten Appetit. Ja? Rauschebeeren, diese Halluzinationen, die die auslösen können, dafür muss man wirklich, wirklich viele von denen essen. Und das liegt übrigens gar nicht direkt an der Beere, sondern die ist häufig parasitiert von einem Pilz, der dann in den Beeren oder auf den Beeren als Belag auf den Beeren drauf sitzt. Und dieser Pilz wiederum, das kennt man ja von Pilzen, der hat eine psychoaktive Wirkung, die halt eben nicht besonders lustig ist. Das ist bisher die gängigste Erklärung. Hundertprozentig weiß man es noch gar nicht, das ist noch nicht hundertprozentig. Ja, lupenrein untersucht, da müsste die Wissenschaft in der Hinsicht noch ein bisschen was tun. Aber da keiner für was bezahlen möchte, gibt es da auch keinen Forschungsauftrag derzeit. Ja, also darauf einfach achten. Und hat der Fabio jetzt also Rauschebeeren gegessen, was sein komisches Kältegefühl und seinen seltsamen Zustand erklärt? Nö. Was hingegen sehr wohl seinen seltsamen Zustand erklärt, wie er es dann auch selber im Stream dann später nochmal beantwortet bzw. beschreibt, das ist ganz klar eine leichte Unterkühlungsreaktion. Ganz, ganz klar. Also das würde ich auch, so wie er es beschreibt, ist das ganz eindeutig. So die erste bis zweite Phase. Ja? Normalerweise ist es so, wenn du anfängst zu unterkühlen, das hat jeder von uns schon mal erlebt, dann fängst du an zu zittern. Und der gesunde, noch mit Energie ausgestattete Körper, der sozusagen aus dem Zivilisationsleben rauskommt und jetzt an der Bushaltestelle mal eben kurz eine Zeit lang in der Kälte rumsteht und der stellt fest, okay, Temperatur geht runter, Arme, Beine sind schon kalt, Kerntemperatur scheint zu sinken. In dem Moment fängt der Körper an, die Alarmsignale anzuschalten, sobald die Torso- und Kopftemperatur wirklich leicht absinkt. Das ist
lebensgefährlich, dann macht er halt Mobilisierung von allem, was warm macht. Und in unserem Fall ist das Muskelzittern, weil das verbraucht Energie. Energieverbrauch erzeugt als Nebenprodukt Wärme und uns wird wieder warm. Jetzt ist der Fabio aber erstens unterernährt und zweitens schon eine ganze Zeit lang da draußen. Der kann wahrscheinlich gar nicht mehr groß zittern, weil diese starke Energiezufuhr, die für dieses schnelle Zittern, was dann auch schnell Wärme erzeugt, notwendig ist, das funktioniert eben nur bei einem gut ernährten, ja, gesunden, in Anführungszeichen, Körper. Und darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber auch das ist natürlich rein spekulativ, ne? Wir werden es im Detail nie wissen, wenn man den Fabio nicht vorher verkabelt hat an alle möglichen Messgeräte, dann wird man das nie 100% mit Sicherheit sagen können. Aber es klingt für mich wirklich so, als würde einfach der Zittern oder andere Maßnahmen, Effekt bei ihm schon nicht mehr funktionieren und er geht direkt gleich ins beginnende Delirium, über was eben viele Leute, die an Erfrierung gestorben sind, uns vorher noch jemandem mitteilen konnten, der halt nebendran saß und nicht gestorben ist, am Ende überlebt hat und berichten konnte, dass man schon anfängt, oh, ich werde müde, ich gehe schlafen und sich kurz bevor man dann wirklich sich hinlegt und schlafen geht und im Regelfall dann nicht mehr aufwacht, sofern man nicht reanimiert wird, stellt man oft fest, dass einem jetzt plötzlich ja wieder warm ist und dass doch eigentlich alles ganz gemütlich hier ist und alles in Ordnung. Von vielen Survivalisten wird dann daher, wenn man sich einen Tod aussuchen muss, Entfrieren als ein relativ schöner, in Anführungszeichen, Tod wahrgenommen. Natürlich, bis du da angekommen bist, beim eigentlichen Sterben, beim Hinlegen, Einschlafen und dann nicht mehr aufstehen. Bis dahin musst du aber ganz erbärmlich frieren. Im Fall von Fabio jetzt schon 3 Tage lang. Also nicht, dass er jetzt da kurz davor, also ich hoffe nicht, oh, Gott bewahre, ne? Also ich hoffe sehr, dass er da nicht kurz davor ist, aber ja, so läuft das ab. So, warum findet denn der Martin keine Würmer und der Fritz zum Angeln? Wo sind denn die alle? Beide, sowohl Martin als auch Fritz, oder Martin, ohne R, sind ja fleißig am Zeug sammeln und die wissen offensichtlich auch, was sie tun und wissen auch, wo sie gucken müssen. Das Dumme ist nur, da ist halt nichts, ne? Und das ist natürlich ganz andere Verhältnisse in Deutschland. Das hängt mit der nördlichen Lage von Schweden zusammen. Und ja, ich hole mal ein kleines bisschen aus. Also ein guter Indikator für die Anzahl von mikrobiellem Leben, mikrobiellem und etwas größerem Makrobodenfauna. Das Ganze nennt sich Edaphon, also das Leben im Boden und bodennahe Tierleben, ne? Asseln, Würmer, Springschwänze, Pärtierchen, diverse Bakterien. Amöben, aber was da alles sonst noch so drin ist, der berühmte Tetanus-Erreger und solche Sachen. Die leben alle im Boden, bilden zusammen das Edaphon und sind darauf angewiesen, dass im Boden eben auch, wie bei der Pflanze, halt eben genügend Nährstoffe ankommen. Nährstoffe, die im Boden ankommen, tun das meistens in Form von der sogenannten organischen Substanz. Die organische Substanz ist alles, was mal gelebt hat und jetzt gestorben ist. Das kann anteilig größtenteils zum Beispiel sein, Blätter, die im Herbst vom Baum fallen, haben mal gelebt, sind jetzt tot, sind also organische Substanz. Das kann ein ganzer Baum sein, der mal umfällt und jetzt da rumliegt und zur Verfügung steht und langsam verrottet. Das kann aber auch ein totes Rentier sein, das in Altersschwäche stirbt. Der Elch, der sich mit dem Fabio angelegt hat und vom Fabio erlegt worden ist, mit irgend so einem Würgegriff wahrscheinlich, der kann ja sowas. was könnte, ja, hier der Elch, der vom Berg eine auf die Nase bekommen hat, irgendwie sowas. All sowas. Oder auch die Hinterlassenschaft vom Bär, die Hinterlassenschaft vom Elch. All das nennt sich organische Substanz und wenn das auf dem Boden liegt, wird es eben von den Bodenlebewesen langsam in den Boden eingearbeitet. So. Und je mehr da rumliegt, desto schneller können die das einarbeiten und je wärmer die es dabei haben, desto eher funktioniert es. Ja, also es braucht für diesen Einarbeitungsprozess, der dann den Bodenlebewesen wiederum als Nahrung zur Verfügung steht, 2 wesentliche Faktoren, genug Feuchtigkeit, genug Wärme. Feuchtigkeit in Schweden kein Problem, Wärme in Schweden sehr wohl ein Problem. Ja, und dann kommt noch erschwerend dazu der Faktor Zeit, der langfristige Faktor Zeit.
Erstmal zur Wärme. Die Vegetationsperiode bzw. die Zeit mit Temperaturen signifikant oberhalb von 5 Grad Bodentemperatur, da lebt das Leben. Ja, da ist es aktiv bei 5 Grad oder weniger Bodentemperatur, da macht das Leben Pause. Das kann es durchaus sehr lange und es kann auch sehr kalt im Boden werden. Das macht dem Leben in vielen Fällen nichts aus. Das Leben ist angepasst, das Leben ist sehr hart im Nehmen. Und dann funktioniert das auch. Aber die Zeit oberhalb von 5 Grad Bodentemperatur, das geht in Mittelschweden so ungefähr Ende Mai los, wirklich so richtig zu brummen, manchmal auch schon Anfang Mai, aber früher nicht. Und dann ist Ende Oktober in vielen Fällen auch schon wieder Schluss. So, das heißt, die Phase ist relativ kurz, deutlich kürzer als bei uns. Da geht das in vielen Fällen im Februar schon los, Anfang Februar heutzutage, und hört erst im Mitte November, Anfang Dezember, je nachdem, was für einen Winter wir haben, hört es erst wieder auf. Das heißt, die Vegetationsperiode, Dauer ist einfach viel, viel, viel länger. Und je länger eben die Temperatur über diesen 5 Grad ist, desto länger können die da fressen, desto länger können die für Nährstoffe im Boden sorgen. Und dann kann da ganz viel von leben, sofern da ganz viel eben da ist. So, und das ist der Knackpunkt. Die Phase ist zu kurz, darum kann da nicht ganz viel von leben, weil nicht ganz viel davon da ist. Das reduziert schlicht und ergreifend nicht unbedingt die Artenzahl der Bodenlebewesen. Die meisten, die wir haben, dürfte es in Mittelschweden auch noch geben. Auch in Nordschweden noch geben, aber die Zahl, die nimmt drastisch und rapide ab. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, nämlich eben, wie gesagt, der langfristige Faktor Zeit. Diese ganze Landschaft da ist sehr jung. Vor 10.000 Jahren war das noch alles mit Eis bedeckt. Und erst seit 10.000 Jahren sind die Gletscher langsam so weit zurückgegangen, dass da überhaupt ein Pflanzenwachstum, dann später auch ein Tiere, die Pflanzen fressen, Wachstum möglich gewesen ist. Und dementsprechend ist auch der Prozess, dass da organische Substanz auf den Boden drauf fällt und umgesetzt werden kann. Dieser Prozess findet auch eben erst seit ca. 9000 Jahren überhaupt statt. Ja? Und das ist für so einen Prozess eine sehr, 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 sehr kurze Zeit. Ja? Und man muss sich klar machen, in den Eiszeiten ist da mehr oder weniger fast alles weggestorben, als da nur noch Eis war. Und als das Eis dann langsam nach Norden zurückgewichen ist und es von Süden, von Deutschland aus zum Beispiel, immer wärmer geworden ist, mussten alle Tiere und Pflanzen und Pilze von Süden, die da irgendwo überlebt hatten, vorm Rand des Eises, erstmal wieder nach Norden einwandern. Das hat also auch noch mal ein paar tausend Jahre gedauert, bis die überhaupt wieder da waren. Und dass das Leben jetzt da oben überhaupt wieder tätig sein kann und schalten und walten kann und sich entwickeln kann und eben Würmchen im Boden schlüpfen können, in Anführungszeichen, das passiert jetzt erst seit 4000 Jahren im nennenswerten Umfang. Und das ist eine sehr, 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 sehr kurze Zeit und dementsprechend ist auch noch nicht allzu viel Leben vorhanden. Relativ simpel, gar nicht große Zauberei. Das kann man überall auf der Welt anwenden. Also nicht nur Schweden ist wurmfrei, sondern auch andere Arktisgebiete und boreale Gebiete sind ebenfalls wurmfrei. Das gleiche gilt auf der Südhalbkugel, wenn man zum Beispiel nach Patagonien geht, in Peru in die Berge hochsteigt, dann wird es da auch relativ schnell kalt. Solche Späße, Chile, Feuerland, Kap Horn, ja, also wer sich da rumtreiben möchte, wird da ganz ähnliche Bedingungen feststellen und auch die hoch auf dem Berg gelegenen Bereiche von Neuseeland zum Beispiel haben ja auch schon wieder arktisches bzw. theoretisch boreales Klima. Und ja, so viel dazu. Ja, dann bin ich noch mehrfach gefragt worden, was ist denn mit Algen? Scheinbar hatte der Bommel, als er da diese alte Brücke gefunden hat und der Bommel, als er eben auf Tour war, um Kunden zu gehen, was ich sehr gut verstehen kann, hätte ich auch gemacht. Ich hätte mir irgendwann so sehr gelangweilt, also ich hätte ja ein Buch gehabt, aber gehen wir mal davon aus, dass ich aus irgendwelchen Gründen kein Buch gehabt hätte, dann wäre ich auch definitiv Kunden gegangen, einfach um mich nicht so dumm und dämlich zu langweilen. Letztendlich, weil mit der Gegenstände abgeben Challenge, da war ich ja nicht beschäftigt, wie der Bommel vollkommen richtig angemerkt hat, hatte ich nicht irgendwie umgetrieben und nicht die Zeit vertrieben und darum war er ja spazieren. Ja? Und dabei hat er wohl auch Algen in irgendeinem Becher
Bächlein gefunden. Und dann war die Frage, hätte man denn sowas nicht essen können oder hätte man nicht irgendwie im See nach Algen tauchen sollen oder da irgendwie auf Algensuche gehen. Gut, also so ein bisschen Grundwissen Algen. Zunächst mal, ja, wie wir wissen, wenn wir schon mal irgendeinen Japaner gesehen haben, man kann Algen essen. Ja, insbesondere kann man Sushi drin einwickeln. Ist auch durchaus ein Thema, was für die Zukunft eine große Rolle spielt. Wird ja ganz viel diskutiert, ob man jetzt Algen zum Grundnahrungsmittel für Milliarden von Menschen machen soll. Da ist ja auch noch ein Haufen anderes Zeug drin. Alternative Plastikvarianten kann man zum Beispiel aus Algenbestandteilen herstellen. Ganz wunderbar, biologisch abbaubar, ganz, ganz toll. Medizinisch sind sie teilweise noch sehr, sehr interessant. Ist überhaupt keine Frage, dass Algen ein großes Zukunftspotenzial haben. Insbesondere die sogenannten Tang-Algen. Also das, was wir als Seetang kennen. Ja, auch der stinknormale Seetang, den wir ja so von der Nordsee kennen, Ostsee. Weiß gar nicht, gibt es den da auch? Bin ich gerade auf dem Schlauch. Egal. Jedenfalls, das Zeug ist theoretisch auch essbar. Da muss man natürlich mögen. Die meisten dieser maritimen großen Algen, genannt Tang, die sind eigentlich durch die Bank essbar. Sie haben allerdings mehrere Probleme. Erstens, wenn man die nicht im Süßwasser waschen kann, dann enthalten sie einen Haufen Salz und sind auf die Dauer ungenießbar deswegen. Zweitens, selbst wenn man sie waschen kann, enthalten sie immer noch einen Haufen Jod und sind auf die Dauer daher auch gesundheitlich durchaus kritisch zu betrachten. Da gibt es quasi Obergrenzen an Alge, die du am Tag mampfen kannst, weil du dir sonst langfristig wirklich, wirklich verdammt viel Jod reinpfeift und das dann auch nicht unbedingt so gesund ist. Hilft wiederum gegen Radioaktivität. Das ist ein Grund, warum die Japaner das vielleicht so viel futtern. Böse. Ja, wie dem auch sei. Grundsätzlich sind also solche Tang-Algen ganz ein super Thema und wer die an der Küste finden kann in einem Survival-Szenario, herzlichen Glückwunsch. Da kann man sicher einiges von mampfen. Die enthalten auch viele Kohlenhydrate, sind also durchaus auch kalorienreich. Reich ist relativ, es ist keine Kartoffel. Es ist keine Nudel, sagen wir es mal so. Aber schon ein Thema, schon ein Thema. Die machen doch schon auch satt und mit denen kann man eine Weile überlegen. Und dann ist die Jodgeschichte ist dann wirklich das kleinere Problem. So, dann gibt es natürlich noch die kleineren und feineren Algen, die man kennt, wenn man mal irgendwie einen Teich im Garten hatte oder jemanden kennt, der einen Teich im Garten hat und da auch schon mal Algen aufgekreuzt sind oder mal vielleicht im Aquarium und solche Späße. Diese kleinen, dünnen, meist fädigen Dinger. Die sind in den meisten Fällen zumindest mal harmlos. Theoretisch könnte man die auch essen und theoretisch wäre dann auch da, weil sie ja irgendwie Speicherstoffe einlagern müssen. Stärke drin, Öle drin, Fette drin, die für uns verdaubar wären. Ob das so lecker ist, weiß ich nicht. Und empfehlen würde ich es im Zweifel, wenn man die Alge nicht genau identifizieren kann. Und das kann man nicht, wenn man nicht ein Mikroskop hat. Und jetzt rein zufällig der Algologe, die heißen irgendwie anders, die Algenwissenschaftler, das weiß ich. Das ist so eine junge Wissenschaft, dass ich noch nicht mal weiß, wie die heißen. Schlimm. Jedenfalls, im besten Fall würde es sogar irgendwie noch funktionieren. Das Dumme ist nur, da man halt die Dinger nicht genau bestimmen kann, auch der schlimmste Fall eintreten. Es gibt nämlich entweder Algen, die dich krank machen, weil sie Krankheiten übertragen, weil da Viren und Bakterien in den Algen drin hausen, die dich dann eben auch mit diversen lustigen Krankheiten infizieren können. Das wird auch gerade noch Stand heute aktuell untersucht. Was für ein Ausmaß das annehmen kann, wissen wir nicht, aber es sind schon wohl ein paar Leute ganz ordentlich davon gebeutelt worden, dass das passieren kann. Aber was auf jeden Fall, und das ist auch schon gut untersucht, auch da ist, sind nämlich giftige Algen, die eben als Fraßschutz vor ihren Feinden, die wollen ja auch nicht unbedingt gefressen werden, komm, iss mich, iss mich, iss mich, lagern die schlicht und ergreifend Gifte ein. Und die Algentoxine, die es da so gibt, die sind durchaus potent und sorgen in den meisten Fällen für Durchfall, Erbrechen, teilweise Halluzinationen, Schwindel, Bewusstseinsverlust, bis hin zum Tod. Ja? Also man kann sich damit tatsächlich umbringen, wenn man irgendwie wild vor allen Dingen Süßwasseralgen futtert. Und dabei gilt so grob, kann man zumindest mal festhalten, je kleiner die Alge, je feiner sozusagen, je eher ein einzelnes oder viele einzelne Partikelchen, die gar nicht miteinander zusammenhängen, desto eher ist die Chance, dass was damit Cyanobakterien zu tun haben. Und Cyanobakterien sehen optisch in großen Mengen fast genauso aus wie eukaryontische Algen, aber das geht jetzt zu weit, das geht total tief in die Biologie dann, wenn wir das noch auch noch besprechen wollen.
Für den Laien, der es nicht genau bestimmen kann, gilt einfach, Alge in Süßwasser, lass lieber die Pfoten davon, es könnte eine giftige sein. Übrigens, die giftigen, die reichen auch schon in kleinsten Mengen aus, dass man sie noch nicht mal sehen kann, im Wasser, das man nicht aufbereitet, ja, um da dann eben auch drin zu sein, sind besonders fies und hinterhältig, wenn man das Wasser abkocht und denkt, ja, jetzt habe ich das Wasser ja abgekocht, kein Problem. Dabei hast du aber lediglich die kleinen Algenpartikelchen, also die kleinen Algenzellen, die da drin schwimmen, zum Platzen gebracht und das Gift, was da drin war, ist jetzt ausgeflossen und nach wie vor im Wasser drin. Ja? Das heißt, Wasser abkochen ist in den meisten Fällen schon so, dass es dann safe ist und das kann in Schweden auch nicht passieren, da gibt es gar nicht so viele giftige Algen, die eine größere Rolle spielen würden von der Menge her. Aber theoretisch wäre das denkbar, dass man sein Wasser abkocht und dann hinterher halt trotzdem sich noch eine Cyanobakterienvergiftung holt und dann Spaß hat. Und damit sind wir wieder beim Punkt, wo viele Leute mir auch widersprochen haben, dass ich meinte, Martin ist mir sympathischer mit seinem Wasserfilter als die anderen mit ihrem Topf, weil kochen würde ich eh nichts. Nach wie vor, klar, ein heißes Getränk ist lustig, ja, das hilft. Aber das ist nicht überlebensnotwendig. Auch diese ganzen medizinischen Tees, die ich zum Teil schon erwähnt habe, die kannst du zur Not auch mit kaltem Wasser machen. Das geht auch. Oder du frisst die Bretta so, das wirkt genauso. Der Tee ist einfach angenehmer für die Einnahme und man bildet sich vielleicht eher ein, dass das funktioniert. Aber unbedingt brauchen würde man den Topf tatsächlich nicht. Und wenn man wirklich nur eine Wasserquelle hätte, das wäre, wie gesagt, das ist nicht der Fall und das ist sehr unwahrscheinlich in Schweden, eine Wasserquelle hätte, die mit Cyanobakterien verunreinigt ist, dann wäre von den sieben Hanseles, da rumspringen, Survival Martin, weil er halt eben einen Greil-Wasserfilter dabei hat, der einzige, der damit überhaupt keine Probleme hätte. Der Greil holt nämlich die Cyanobakterien hundertprozentig sicher aus dem Wasser raus, ohne sie vorher kaputt zu machen und dann Prost. Ja? Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Thema. Daher würde ich niemals in einem Survival-Szenario irgendwie anfangen, an irgendwelchen Süßwasser-Algen rumzuknabbern. Ja? So, inzwischen ist ein bisschen dunkel geworden. Ich habe mir mein Lichtchen angezündet. Bleibt noch die Frage, was ist denn mit Rindenspaghetti? Ja, das hatten auch noch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Gerade insbesondere in Kombination mit Birkenrinde wird das wohl viel diskutiert in den Kommentaren. Ob man sich nicht aus Birkenrinde, quasi Tagliatelle, wenn ich die korrekt ausspreche, also dickere Streifen rausschneiden kann, die dann eben kochen wie Nudeln und dann verzehren. Grundsätzlich geht das, wobei man dafür keine Birkenrinde braucht, sondern einfach irgendeinen Baum. Ist recht egal welcher. Ich persönlich würde empfehlen, doch eher einen Nadelbaum zu nehmen. Das geht also mit der Kiefer ganz gut, das geht mit den Fichten. Mit den Fichten, die beim Fabio rumstehen, ganz gut. Und der Sinn des Ganzen, beziehungsweise der Hintergrund des Ganzen, ist das sogenannte Kambium. Das ist die Wachstumsschicht für sekundäre Dickenwachstum, die ein Baum nun mal hat. Die sitzt genau da. Ja, also quasi hier auf dem Stamm auf. Sobald man die Rinde abgezogen hat, wirklich die gesamte Rinde, das Kambium ist kein Teil der Rinde, das Kambium ist das Kambium. Abgezogen, also wirklich die komplette Rinde runter hat, dann findet man eine dünne, wirklich ganz, ganz dünne, durchsichtige Schicht, die dann noch auf dem Stamm oder auf dem Ast, das gleiche funktioniert auch bei Ästen, ne? Noch drauf hängt und die kann man sich jetzt mit dem Messer, theoretisch sogar auch mit dem Fingernägeln, auch nochmal runterziehen. Wichtig ist, dass diese Schicht wirklich super, super dünn ist, dass man da durchgucken kann. Und da kommt nicht viel bei rum. Ja? Das heißt, man kann zum Beispiel den Messerrücken ganz gut nehmen, um das abzukratzen. Weil wenn man anfängt zu schneiden, dann schneidet man zwangsläufig auch gleich noch ein paar Holzstreifen mit ab. Und mit den Holzstreifen kann man nicht unbedingt was anfangen. Die sind bekanntermaßen nicht verdaubar. Holz kann man schon essen, aber man kann es halt zumindest mal nicht verdauen. Und drum ist so ein Thema bei solchen Spaghetti, die man sich da aus den inneren Rinden zurechtschneiden kann. Da kommt mehr Substanz bei rum. Und je nachdem, wie dünn die Rinde ist und wie fluffig, sag
sage ich jetzt mal. Da hat man dann schon den Eindruck, was gegessen zu haben. Und je nach Rinde lässt sich das Ganze dann sogar einigermaßen kauen. Allerdings muss man sagen, die Rindenbestandteile, mal abseits vom Cambium, erzähle ich gleich noch, die enthalten bestenfalls ein kleines bisschen Zucker, weil da halt eben gerade Assimilate noch drin gelagert gewesen sind. Assimilate, sprich den Zucker, den halt eben ein Baum normalerweise so von oben nach unten transportiert, weil er halt in den Blättern ja Zucker bildet, der dann in die Wurzel transportiert werden soll, unter anderem in die Wurzel. Und das bisschen von Zucker, was da gerade noch unterwegs ist, das nimmt man zu sich, wenn man diese Schicht des Baums quasi abschneidet und drauf rumkaut. Ob man die jetzt vorher kocht, scheißegal. Das spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Ist natürlich angenehmer, wenn die heiß sind. Fühlt sich auch eher nach Nahrung an, wenn die heiß sind. Der Verzehr von solchen Cambium-Nudeln, in Anführungszeichen, das wurde oft gemacht in sehr, sehr strengen, sehr kalten Wintern, wo die Leute dann gar nichts mehr zu essen hatten und ihnen wirklich die Vorräte vollständig ausgegangen sind. Und das waren dann ja nicht einzelne junge Erwachsene, die Abenteuer im Walde erleben. Das meine ich jetzt nicht negativ, ja, ich mache das ja auch ständig. Sondern das waren dann Familien mit Kindern. Und wenn die Kinder Hunger haben und schreien und quengeln, dass sie doch mal wieder was zu essen haben wollen, und zwar was Leckeres nach Möglichkeit, ja, dann gibt man denen halt irgendwas. Und so waren diese Cambium-Nudeln größtenteils wirklich einfach eine Möglichkeit, die Kinder einigermaßen ruhig zu stellen, den Kindern was zu tun zu geben und damit die zumindest das Gefühl haben, ihre Eltern würden ihnen was zu essen zur Verfügung stellen. Und für die Eltern auch eine Möglichkeit, den Eltern das Gefühl zu geben, sie würden ihren Kindern was zu essen zur Verfügung stellen. Ja, also das ist der historische Hintergrund dieser Cambium-Nudeln. Man braucht jetzt nicht glauben, dass das die ultimative Survival-Technik ist, mit der du jederzeit in jedem Waldgebiet überleben kannst, weil jeder Baum ein Cambium hat. Nochmal, das Cambium ist jetzt also nicht ein Bestandteil der Rinde, sondern die auf dem Holz aufliegende letzte Schicht, die selbst kein Holz ist. Das heißt, das Zeug ist so dünn, dass du das eigentliche Cambium allenfalls in Fetzen abziehen kannst, wenn du ganz, ganz geschickt bist, dann halt in großen Fetzen. Und ja, diese Fetzen, nochmal, das muss durchsichtig sein. Das sieht ungefähr so aus wie diese erste Haut, die wir auf den Fingerkuppen drauf haben, die man sich bestimmt schon das ein oder andere Mal abziehen konnte, wenn man sich irgendwie verletzt hat. Verbrannt oder sonst wie. Oder die Haut, die man abziehen kann, nachdem man Sonnenbrand hatte, einen heftigen. Ja, so sieht ungefähr das Cambium aus, damit wir uns da was drunter vorstellen können. Das ist eine Zellschicht, dick. Diese eine Zellschicht enthält aber tatsächlich für uns nutzbare Nährstoffe, aber jetzt braucht man nicht glauben, dass man da ruckzuck 100 Gramm zusammen hat und die haben dann 700 Kalorien, sondern man hat man braucht sehr lange, wenn man sich da wirklich 100 Gramm Cambium abkratzen möchte. Und von diesen 100 Gramm ist auch noch ganz, ganz viel erstmal Wasser. Das Zeug ist nämlich immer feucht, sofern es noch verwendbar ist. Wenn es nicht mehr feucht ist, dann ist es auch nicht mehr verwendbar. Dann ist es schon quasi so ausgetrocknet, dass da alles weg ist, was irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Man findet es auch nicht an älteren Stämmen. Das funktioniert per Definition nicht, weil dann wäre schon irgendein anderes Tier, irgendein anderer Pilz, ein Bakterium oder wer auch immer da gewesen und hätte sich das schon längst geholt, weil es halt eben nährstoffhaltig ist. Und wenn es frei liegt, dann überlebt das 2 Tage und danach ist es verschwunden und hat sich irgendwer anders in der Natur oder ein anderer Bestandteil der Natur, sagen wir es mal so, hat sich das dann schon längst unter den Nagel gerissen. Ja? Also Cambium wirklich nur als Notnotlösung und interessant eben für Familien, die halt eben die quengelnden Kinder haben. Für ein Kind, große Mengen für ein Kind, könnte sogar helfen. Ja? Also da sind die Mengen an Nährstoffen, an Kalorien, die da drin sind, schon ein Thema. Für einen Erwachsenen langt das auf keinen Fall langfristig. Das geht also um die letzten 2, 3 Winterwochen, in denen man irgendwie sich das Gefühl geben kann, was gegessen zu haben. Es gibt leider überhaupt keine Möglichkeiten rauszufinden. Ich habe das schon lange nachgesucht. Das hat noch nie irgendjemand irgendwie aufgeschrieben, weil die Leute, die sowas messen, interessieren sich nicht dafür, dass man das Zeug auch essen kann, wie viele Kalorien das möglicherweise haben könnte. Schätzungsweise vielleicht 50 oder 60 pro 100 Gramm. Ja, ganz vorsichtige Schätzung. Unwahrscheinlich, dass da viel mehr drin steckt. Diese Kalorien äußern sich aber größtenteils in Eiweiß. Also Eiweiß dürfte, beziehungsweise Protein dürfte der Hauptbestandteil sein. Also durchaus auch eine wertvolle Nahrungskomponente sozusagen, die man da mit dem Cambium bekommt. Aber weil, bis man den Stamm entrendet hat mit einem Messer, ja,
und dann noch das Kambium abgekratzt hat, und das muss ja ein frischer Stamm sein, ein schon drin, da geht ja nicht, dann brauchst du so viel Kraft und so viel Energie, dass die paar Kalorien, die du durchs Kambium dann hinterher wieder bekommst, dir nicht wirklich weiterhelfen. Das müsste es jetzt dann damit auch tatsächlich gewesen sein. Ich habe meinen Zettel vergessen, wo ich mir aufgeschrieben habe, worüber ich reden wollte, aber ich meine, ich hätte alles soweit zusammengekriegt. Wenn noch weitere Fragen bestehen, also naturwissenschaftlicher Art in irgendeiner Form, bitte gerne, jederzeit, gar kein Problem. Und dann wünsche ich euch, die dürftet ihr ja in diesem Moment, wo ich das sage, schon gesehen haben, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der aktuellen Folge von Seven vs. Wild, weil wenn ich jetzt nach Hause komme, bevor ich das hier schneide, gucke ich mir die auch an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.